Ja, hallo, wir treffen uns heute wieder da zum Interview am Bildschirm. Das Mal haben wir in Johannes von Klebelsberg. Stell dir mal kurz vor, bitte, in drei Sätze, Johannes. Ich bin der Johannes. Ich wohne jetzt alleweil in Bozen, um meine Quarantäne zu sitzen. Bin arbeitstechnisch in der Gastronomie tätig und mache noch nebenbei halbprofessionell oder professionell, wie man es will, Downhill als Wettkampfsportart. Okay, jetzt haben wir gehört, du bist Downhill-Weltcup-Fahrer und du bist in der Gastronomie tätig. Genauer gesagt, betreibst du ein Knödelrestaurant in München? Jetzt die alles entscheidende Frage: Was können wir tun, damit uns die Knödel im Wasser nicht allem voneinander kugeln? Ah, da kann ich nicht viel sagen, weil das ist Teil des Geheimnisses. Aber ich glaube, die Südtiroler haben nicht so Probleme, gute Knödel zu machen, die was erheben. Deswegen am besten die Omas fragen, die wissen das auch am besten. Wir haben unser Rezept auch nicht erfunden. Aber reden wir jetzt wieder über das Biken. Also wenn du nicht gerade in deiner Wohnung mit dem Radl miteinander fährst, wie man jetzt in einem Video von dir gesehen hat, wo bikest du siehst am liebsten? Ich trainiere am liebsten bei uns da in Südtirol, ohne blöd zu reden, weil ich einfach gerne ein Mensch bin, was halt daheim ist. Und wenn es halt sein muss, fahre ich halt irgendwo hin zum Trainieren, wenn vielleicht ein Trainingslager ist mit der Nationalmannschaft. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, genau jetzt da bei uns in Südtirol, trainiere ich eigentlich im Raum Bozenalben. Was nicht allem so einfach ist, weil die Verbote alleweil mehr werden, besonders jetzt für Mountainbiker. Aber so ein Teil vom Training ist auf der Straße fahren, nicht? Und deswegen bin ich da im Raum Bozen ziemlich viel unterwegs. Brixen bin ich sehr viel unterwegs, auch haben wir ja Kollegen auf der Blase sozusagen. Ab und zu Kronplatz, hell eher weniger, weil hell ist noch schon wieder zu weit weg. Na, aber ich muss sagen, die Trainingsmöglichkeiten für jetzt spezifisch für Weltcups, besonders halt die technischen Trainingsmöglichkeiten, sind da eben in der Nähe eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ist nicht so einfach mit den Verboten, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich im legalen Bereich bewege. Aber auf jeden Fall bloß kann man glaube ich so sagen, heim trainiere dann schon wirklich auf die Wege, was sie sein haben. Schuhstradl fahren gehe ich auch gerne im Montiklerwald. Und Also du hast letztes Jahr eigentlich eine Arbeit im Restaurant gehabt in München, aber kein Team im Weltcup. Heuer hast du ein Team, aber aktuell keine Arbeit. Wie fühlst du dich dabei? jetzt heißt es nicht ganz genauso. Ich habe letztes Jahr schon einen Verein gehabt, in dem ich eingeschrieben war, weil sonst kann ich ja keine Rennen fahren, das waren die Tiroler Radler von Bozen. Und ja, richtig, habe ich auch gearbeitet nebenbei. Ich bin schon arbeitstätig, also ich arbeite schon noch, aber jetzt logischerweise durch den Coronavirus sieht die Arbeit alleweil, besonders bei uns, da jetzt komplett aus. München draußen auch. Und habe jetzt eben das Weltcup-Team, wo ich dabei bin. Einerseits extrem glücklich, logischerweise, weil ganz viele Sachen halt wegfallen, so wie Organisation, hauptsächlich dann Essen, Hotel buchen, ja, einfach alles, was zur Organisation dazugehört. Wir haben einen Mechaniker dabei, man braucht es halt auch nicht mehr selber machen. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich eigentlich schon eher der Typ bin, was gerne Sachen auch selber tut. Und besonders soll man das am Radl umwerkeln, werde ich eigentlich beibehalten, weil das eigentlich ein gutes Ritual ist, ein bisschen loszuschalten an einem Rennwochenende. Und ja, das, was sich für mich verändert, ist einfach wirklich, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, brauche ich noch weniger ans Radl fahren denken. Also jetzt organisatorisch gesehen. Im Kopf bin ich logisch halt beim Radl fahren. Die vorletzte Frage an dich. Wer bügelt deine Jeanshosen? Ja, wenn ich ehrlich sein muss, habe ich die Jeans noch nie gebügelt. Aber mir hat einmal hat ein bisschen rausgehauen beim Rennen. Dann ja, hat mir die Hose wie ein Auge gerissen, weil ich auch eine lange Hose nicht. Und dann hat sie mir die Veronika Wiedmann, hat sie mir noch genannt. Und dann war sie wieder fürs Rennen bereit, sozusagen. Aber gebügelt habe ich es nie, gerade dass ich sie ein paar Mal gewaschen habe.
Er hat eigentlich gelang. Jeans sein, robuste Hosen. Die letzte Frage. Wie meinst du, steigen wir aus der ganzen Krise aus? Also, ich bin kein Wahrsager. Deswegen kann ich alle vermuten. Beziehungsweise vermuten will ich eigentlich auch nicht. Ich denke, wir müssen uns halt vielleicht an die Spielregeln halten. Die Frage ist auch halt, wie lange die Spielregeln einzuhalten gehen. Weil irgendwann frage ich mich halt, was ist einfach vertretbarer? Weil es sind echt viele Firmen, wir haben brutale Schwierigkeiten in der Gastronomie. Es sind wirklich viele Firmen, Familien, was halt jetzt einfach ohne Arbeit sein. Okay, eine Weile geht es noch. Aber es soll irgendwann sein, die Hilfsgelder, wenn man so sagen kann, oder halt die Unterstützungen, glaube ich, auch aufgebraucht. Zudem belastet es ja einen Staat auch. Deswegen ist es ein schwieriges Thema, wie wir aussteigen. Und die Frage ist halt, wann wir halt aussteigen. Ich kann das eigentlich gleich mit der Frage beantworten, weil ich, wie gesagt, ich bin kein Wasser. Aber ich sage mal hoffen, tue ich zwar auch nicht gern, aber in dem Sinn hoffen wir halt, dass wir wirklich so aussteigen, dass wir es dem umknüpfen können, wo wir halt aufgehört haben. Das ist, was ich hoffe.